Als großes Kino für die ganze Familie haben wir heute auch noch. Am Donnerstag startet Bayana 2, ein neues, spannendes Abenteuer für Titelheldin Bayana. Der erste Teil wurde für einen Oscar als bester Animationsfilm nominiert und die Titelmusik übrigens auch. Diesmal gelingt es vielleicht mit dem Oscar. Das hofft auch Lena Larissa Strahl, denn sie ist wieder dabei und noch sichtlich aufgeregt, dass das auch geklappt hat alles. Da ist sie wieder, Lena Larissa Strahl, zurück im Scheinwerferlicht. Zum zweiten Mal hat sie ihr ihre Stimme gegeben. Das ist größer als unsere Vorfahren. Größer als wir alle. Vaiana, die temperamentvolle Seefahrerin aus Polynesien. Es war so cool. Also ich habe mich natürlich sehr jahrelang eigentlich darauf gefreut. Ich war die ganze Zeit so, okay, kommt jetzt noch mal ein Teil 2? Und wenn Teil 2 kommt, werde ich dann auch gefragt. Und dann irgendwann kam die Anfrage und es war einfach ein richtig, richtig schöner Moment. Ich habe mich ganz doll gefreut. Der gesamte Ozean zählt auf uns. Der gesamte Ozean zählt auf uns. In Vaiana Teil 2 will die unerschrockene Abenteurerin alle Völker Ozeaniens wieder miteinander vereinen. Dazu muss sie weit hinaus in längst vergessene, gefährliche Gewässer segeln. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich zu tun habe. Es hat sich so von Minute 1 an wieder angefühlt, als wäre es irgendwie 2016. Wir würden gerade den ersten Teil aufnehmen. Aber ich glaube, sie liegt mir so sehr am Herzen. Und sie hat mich über die 8 Jahre jetzt auch, die es gedauert hat für Teil 2, so sehr begleitet, dass ich mich einfach nur gefreut habe. Vaiana-Fans dürfte auch das freuen. Wir segeln vom Horizont bis unser Zuhause. Es gibt wieder reichlich Musik. Dafür hat die unerschrockene Seefahrerin noch eine deutsche Stimme bekommen. Sie hier, Devado. Auch sie war schon im ersten Film dabei. Ich fand die Songs toll, weil sie ein bisschen erwachsener sind. Vaiana ist jetzt älter geworden. Die größte Herausforderung ist, finde ich, immer beim Synchron die deutsche Sprache. Weil natürlich der Song wurde im Englischen geschrieben und du musst versuchen, diese Emotion dann plötzlich mit deutscher Sprache zu kombinieren. Eigentlich hätte sie die Vaiana gerne selber gesungen, erzählt Lena Larissa Strahl. Immerhin ist sie selbst Singer-Songwriterin. Ich arbeite gerade ganz, ganz viel an neuer Musik. Habe neues Label, neuen Verlag und bin da super, super happy und lege all meine Kraft und Fokus auf die Musik. Und all ihre Hoffnung legt Lena Larissa Strahl natürlich darauf, dass es auch noch Vaiana Teil 3 geben wird und dass sie auch dann wieder dabei ist.